Ich bin ziemlich überrascht, dass ihr entschieden habt, nicht in der Kirche zu heiraten. Was sagen denn eure Eltern dazu? Meine Eltern sind zwar katholisch, aber sie haben mir immer die freie Wahl gelassen, zu machen, was ich will. Ich könnte zum Beispiel heute Satanist werden und mein Vater würde nichts sagen. Überall in Europa wird geheiratet. Doch die Feste sind alle anders. Ich bin im Norden der größten Mittelmeerinsel unterwegs. Wie sieht eine sizilianische Hochzeit heutzutage aus? Und wie traditionell oder modern geht es dabei zu? Simona und Gaetano werden in wenigen Tagen heiraten. Sie nehmen mich mit zu einem ihrer Lieblingsorte. Die beiden lieben es, ihre Insel, die Natur und die weite Welt zu erkunden. Jetzt bin ich auch Kapitän. Vor einem Jahr hat Gaetano Simona auf einer Reise nach Asien einen Heiratsantrag gemacht. Warst du dir von Anfang an sicher? Ich war mir total sicher und habe sofort angefangen zu weinen. Und da waren jede Menge Leute, die Fotos mit mir machen wollten, als ich geweint habe. Du hast dann sofort ein Hochzeitskleid gekauft, stimmt das? Ja, schon nach einer Woche. Würdest du sagen, dass es in Italien Trend ist, nicht mehr kirchlich zu heiraten? Heutzutage wird es immer beliebter, dass junge Leute selbst entscheiden, was sie wollen. Gaetano ist Atheist. Ich bin Buddhistin. Wir haben einen unterschiedlichen Glauben, also haben wir entschieden, so zu heiraten, wie wir eben sind. Wir sind jetzt hier am Leuchtturm. Ist das der gleiche Leuchtturm? Ja, und das ist kein Zufall. Ich liebe Tattoos und ich liebe Leuchttürme. Außerdem haben Simona und ich hier unser erstes Date gehabt. Ja, unsere erste Verabredung war hier. Und Gaetano ist für mich auch so etwas wie ein Fixpunkt, wie ein Leuchtturm. Er ist mein Licht, wenn es mir mal schlecht geht und wenn das Leben mal schwierig ist. Das hat Simona schön gesagt. Was ist sie denn für dich? Sie? Das ist eine gute Frage. Jetzt kommst du ins Schwitzen und sie guckt so schön erwartungsvoll. Aha, ich warte. Simona ist wie eine Schwalbe. Schwalben kommen immer wieder nach Hause, auch wenn sie weit wegfliegen. Ich habe zwei davon, eine für mich und eine für Simona. Der weiß schon, wie man es macht. Er hat sich noch gefangen. Simona und Gaetano leben in Bagheria, einem Vorort von Palermo. Die Stadt war schon Kulisse für die weltberühmte Filmreihe Der Pate. Vor 3 Jahren haben die beiden eine Wohnung im Zentrum gekauft. Die Hochzeit wird schon seit Monaten geplant. Ich mag diese Schuhe. Ist das das Einzige, was wir zu sehen bekommen? Was ist mit dem Kleid? Nein, das Einzige, was ich euch vor der Hochzeit zeigen werde, die Schuhe. Und die sind bestimmt nicht billig. Ich habe gehört, dass Heiraten in Italien sehr teuer ist. Warum ist das so? Für uns ist es sehr wichtig, dass alle Freunde und die ganze Familie dabei sind und dass alle sehr gutes Essen bekommen. Wir haben uns Geld geliehen, um zu heiraten, weil wir es uns sonst nicht leisten könnten. Eine indiskrete Frage, die ihr auch nicht beantworten müsst. Wie viel kostet eure Hochzeit denn? Ungefähr 25.000 Euro, plus minus. Zwischen 25.000 und 27.000. Wow, das ist ganz schön viel Geld. Ja, das ist viel Geld. Wir haben uns Geld von unseren Eltern geliehen. Und wir rechnen damit, einen Teil der Hochzeit mit dem Geld, das wir geschenkt bekommen, abzubezahlen. Also, ich bin TV-Moderator aus Deutschland. Ich bin eingeladen, ich brauche einen Anhaltspunkt. Was ist für mich als Geschenk angemessen? $1 Million. Ah, verdammt. Hündin Selma hat bei der Hochzeit eine ganz besondere Aufgabe. Sie soll die Ringe überbringen.
Okay. Questo lo dobbiamo mettere qui. Adesso mettiamo gli anelli. Wunderschön. Das sind eure Ringe? Sehr gute Wahl. Such a good taste. Simona und Gaetano interpretieren viele Hochzeitstraditionen neu. So auch die wichtige Rolle des Ringträgers. Like the queen. Like the queen. Piano, piano. No, no. Piano, piano. Seduta. Brava. No, 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 no. Oh, ferma. Oh. Du bist jetzt unser Freund bei der Hochzeit. Klar bin ich euer Freund. Ruf sie mal. Selma. Selma. Selma, vai, vai. Seduta. 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 Ja, ich kann Italienisch. Selma, vieni. Brava. Grazie. Habt ihr die schon anprobiert? Ja, ja. Okay, ich bin jetzt der Zeremonienmeister. Ich erkläre euch jetzt zu Mann und Frau. Ihr könnt euch küssen. Die machen das tatsächlich. It works. Okay. Kann ich euch bei den Hochzeitsvorbereitungen irgendwie helfen? Du kannst uns helfen, die Bonboniere zu machen. Okay. Könntest du die kleinen Grußkarten abholen, die wir für die Gastgeschenke brauchen? Es gibt noch total viel zu tun, also kannst du uns gern helfen. Das kriege ich hin. Ja, yeah, thank you. Okay. Bye-bye. Have a lot of fun. Bye-bye. See you later. Selma. Ciao. Bye-bye. Ciao, Selma. Bye. Ciao. Okay. Ciao, ciao. Ich mache mich auf den Weg in Simonas Heimatstadt nach Palermo. Sizilien gilt immer noch als das Armenhaus Italiens und ein Ende der wirtschaftlichen Krise ist nicht in Sicht. Das spüren vor allem die jungen Inselbewohner. Mehr als die Hälfte unter 25 hat keine Arbeit. Ist Heiraten für junge Sizilianer in diesen Zeiten überhaupt ein Thema? Hello, I'm Andreas from Germany. You speak English? Yeah? Ich habe eine Frage. Wollt ihr heiraten? Heiraten? Ich? Nein. Vielleicht. Eigentlich sind wir zu jung, aber wir haben trotzdem eine Antwort. Wir wollen nicht heiraten. Das kann man sich nur leisten, wenn man reiche Eltern hat. Alle trennen sich doch sowieso oder lassen sich scheiden. Das ist nicht besonders motivierend. Wie viel Geld braucht man für die Liebe? Keine Ahnung. 20.000? Willst du heiraten? Jeder zweite unter 25 findet keinen Job. Was sagst du dazu, wenn du an deine Zukunft denkst? Ich will Profifußballer werden, würde aber jeden Job nehmen. Hauptsache, ich werde nicht ausgebeutet. Es gibt hier keine Jobs, man sucht vergeblich. Deswegen gehen wir weg und hoffen, im Ausland Arbeit zu finden. Hier ist es unmöglich. Sizilien ist im Wandel. Das sehe ich bei den kurzen Begegnungen auf der Straße. Eine weitere Veränderung betrifft die Kirchen, die in Italien noch das Stadtbild prägen. Bei ihrer Hochzeit verzichten Simona und Gaetano auf die kirchliche Trauung. Vor wenigen Jahren war das noch ein kleiner Skandal. Jetzt ist es Trend. In den letzten 20 Jahren haben kirchliche Trauungen in Italien um 60% abgenommen. Abends steht ein Barbesuch in der Bar des Bräutigams an. Seit der Eröffnung hat sie sich schnell zu einem angesagten Treffpunkt für junge Leute entwickelt. Viele Freunde des Brautpaars sind schon versammelt. Eine besondere Rolle bei der Hochzeit wird Simonas Freundin Laura spielen. Du bist die Zeremonienmeisterin. Du bist am Hochzeitstag eine wichtige Person. Wie fühlt sich das an? Das stimmt. Ich bin vor 2 Tagen morgens mit Herzklopfen aufgewacht, weil ich so aufgeregt war. Aber ich habe mir gesagt, alle, die bei der Hochzeit und der Zeremonie dabei sein werden, sind nett. Sie kennen Simona und Gaetano so gut und wissen ja, warum die beiden sich lieben. Das hat mich dann auch ein bisschen beruhigt. Zur Hochzeit sind viele der Freunde aus dem Ausland angereist. Sie haben auf der Insel keine Arbeit gefunden. Auch Simona weiß ein Lied davon zu singen. Du hast auch mal im Ausland gearbeitet, aber jetzt arbeitest du hier. Als die Zusage kam, konnte ich es nicht glauben.
weil es fast unmöglich ist, in Sizilien Arbeit zu finden. Ich habe zu der Zeit in Portugal gearbeitet. Und als ich die Zusagemail gelesen habe, dachte ich nur, unglaublich, was ich für ein Glück habe. Simonas Job in einer Bank und Gaetanos Bar ermöglichen den beiden eine Zukunft in ihrer Heimat, obwohl die schlechte Wirtschaftslage und die hohe Korruption es jungen Geschäftsbesitzern oft schwer machen. Gaetano, may I catch you for one second? I kind of have a question. Ich muss dich jetzt mal fragen. Wir sind in Sizilien. Du besitzt eine Bar. Hast du irgendwelche Probleme mit der Mafia? Wir hatten bisher noch keine Probleme. Natürlich kennen wir die Mafia. So wie ich erzogen wurde und aufgewachsen bin, war ich schon immer gegen die Mafia. Ein paar Mal haben sie versucht, Schutzgeld zu erpressen, aber wir haben uns immer sofort öffentlich dagegen gestellt. Das war auch der Grund der Bewegung, Addio Pizzo beizutreten. Das ist eine Anti-Mafia-Organisation, die hier in der Gegend tätig ist. Wenn du da hinten hinschaust, da klebt auch der Sticker an der Tür. Addio Pizzo, auf Wiedersehen Schutzgeld, steht auf dem Sticker. Ein deutliches Signal, dass man sich hier nicht erpressen lassen will. Wie mutig muss man sein, um Teil dieser Bewegung zu sein? Wir können uns nicht von der Angst regieren lassen. Wir wollen in Frieden leben und hoffen, nichts mit diesen Leuten zu tun haben zu müssen. Wenn man sich von der Angst regieren lässt, dann muss man Sizilien verlassen. Viele haben das schon getan, aber das ist nicht meine Art. Es ist viel los in deiner Bar. Ich lasse dich jetzt mal weiterarbeiten. Danke, dass du so offen warst. Cheers. Cheers. Am nächsten Morgen in Bagheria. Gerade noch rechtzeitig vor der Hochzeit hole ich die Grußkarten für Simonas Gastgeschenke bei der Druckerei ab. Buongiorno. Buongiorno. Ich möchte die Grußkarten abholen. Simona und Gaetano. Hier sind sie, Simona und Gaetano, 21. September 2018. Klingt wunderbar. Die sind sehr schön. Ich nehme sie. Keine Angst, die werden noch bezahlt. Hier in Sizilien vertraut man sich wohl. Okay, thank you. Thank you. War mir ein Vergnügen. Ciao. 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 Ein paar Straßen weiter hat Gaetano einen Termin beim Friseur. Schließlich will er sich bei der Hochzeit von seiner besten Seite zeigen, nicht so wie auf seinem Junggesellenabschied. Jetzt haben wir Zeit zu zweit. Also erzähl mal, warum ist Simona die Richtige? Simona ist meine perfekte Partnerin, weil wir uns hundertprozentig ergänzen. Sie lacht immer, ich lache weniger. Sie ist träumerisch, ich bin realistisch. Sie ist etwas fauler, ich bin aktiver. Wir ergänzen uns einfach super. Simona freut sich besonders auf ihr Hochzeitskleid. Auf welchen Moment fieberst du am meisten hin? Das Eheversprechen. Davor habe ich Angst. Du hast Angst? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtigen Worte gefunden habe. Das ist auch sehr schwer. Ich habe nur wenige Minuten und ich muss bedeutende Dinge sagen. Das ist der wichtigste Moment des Tages für mich. Und danach kann die Party losgehen. Eine andere Person. Zu Hause bei Simona und Gaetano wird schon fleißig gewerkelt. Für die Hochzeit müssen noch Bonboniere, kleine Geschenke für jeden Hochzeitsgast, angefertigt werden. Traditionell sind das Schachteln mit Konfekt. Das ist ja einfach, das kann ich. Ah, yes. Even you can. Sogar du kannst das. Thank you. You're welcome. Mit von der Helferpartie sind Simonas Mutter Eleonora und Freundin Fulvia, die über 200 kleine Vasen getöpfert hat. Und endlich kommen auch die Grußkarten, die ich abholen durfte, zum Einsatz. Es geht um diese Pflanze hier. Eine Pflanze, die aus Japan kommt.
Es ist das einzige Lebewesen, das Atombombe und Radioaktivität überlebt hat. So eine Atombombe scheint total normal für dich zu sein. Die Pflanze hat überlebt. Das ist ein Symbol der Beständigkeit und des Lebens, dass man auch die schwierigsten Situationen im Leben meistern kann. Lach nicht, ich finde, das ist wunderschön. Eleonora, wie war deine Hochzeit damals? Die beiden haben sich ja entschieden, nicht in der Kirche zu heiraten. Du hast kirchlich geheiratet, oder? Was ist heute anders? Jeder kann das für sich selbst entscheiden, ob kirchlich oder nicht. Es ist Simonas Entscheidung und die respektiere ich voll und ganz. Da gibt es gar keine Probleme. Du sagst also, dass sich die Zeiten geändert haben, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, die Zeiten ändern sich. Zum Beispiel unverheiratet zusammenzuleben. Zu meiner Zeit war das unerhört und nicht akzeptabel. Wenn ich mich heute nochmal entscheiden könnte, hätte ich lieber einfach mit meinem Mann zusammengelebt als geheiratet. Wie lange dauert es noch? Bis Mitternacht? Ja, vielleicht. Was meinst du, Fulvia? Ja, vielleicht auch später. Kriegen wir zwischendurch was zu essen? Nein, wir müssen arbeiten. Der große Tag. In einem Bergdorf außerhalb Palermos werden sich Simona und Gaetano das Ja-Wort geben. Vor dem Königspalast von Ferdinand IV. Soll die Zeremonie im Freien stattfinden. Doch ausgerechnet am Hochzeitsmorgen ziehen dicke Regenwolken auf. Das ist mein Kleid. Magst du es? Es ist wirklich wunderschön. Das ist sehr sizilianisch, diese Art von Stickerei. Ja. Du wirkst ganz schön ruhig. Ja, jetzt vielleicht, aber gestern nicht. Wie war gestern? Wie war die Nacht? Schrecklich. Die Nacht war gut, aber als es dann gestern Nachmittag durchgeregnet hat, habe ich heulend meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, es regnet. Mom, it's raining. Man träumt einfach davon, dass alles perfekt läuft. Naja. Ich freue mich schon total darauf, dich nachher im Hochzeitskleid zu sehen. Mit der Sonne im Gesicht. Schau mal, wenn du dich so hinstellst, dann bekommst du die Sonne ab. Aber es kommt anders. Nur wenige Minuten bevor die Zeremonie starten soll, gießt es plötzlich in Strömen. Laura, das ist ja ein Albtraum. Mach dir keine Sorgen. Es gibt gar kein Problem. Wir heiraten draußen oder eben drinnen. Aber fest steht, die Hochzeit findet statt. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Als Notlösung wird die Zeremonie in den Eingangsbereich des Königspalastes verfrachtet. Die über 200 Gäste lassen sich die Laune durch ein paar Tropfen zum Glück nicht verderben. Auch wenn nicht alle in den kleinen Eingangsbereich des Palastes hineinpassen. Die Braut ist nass. Was für ein Pech. Als wir vorne angekommen sind, stand Laura da wie ein Priester und ich dachte, das ist ja doch ein bisschen wie in der Kirche. Willkommen Gaetano und Simona und willkommen ihr alle.
Ich habe Gaetano vor 10 Jahren kennengelernt. Und Simona kenne ich noch viel länger. Damals hat Gaetano noch SpongeBob-Schlafanzüge getragen. Das war der Beginn unserer Freundschaft. Und was Simonas Schlafanzüge angeht, das überspringen wir lieber. Staatsgeheimnis. Wie so viele von euch bin auch ich mit den beiden befreundet, weil sie einzigartig sind. Neben Laura dürfen nur noch viele enge Freunde ein paar Anekdoten loswerden. Das Finale vor der eigentlichen Trauung bilden die selbstverfassten Eheversprechen. Meine Liebe, mein Eheversprechen ist so einfach und freimütig wie unsere Beziehung. Ich verspreche, die Kraft zu behalten, die unsere Liebe intakt hält und zu akzeptieren, was auch immer das Leben für uns bereithalten wird. Freude und Schmerz. Einfach alles. Ich habe zuerst gegoogelt, wie schreibt man ein Eheversprechen. Aber das hat nicht die gewünschten Resultate gebracht. Nur klassische Phrasen, zu süß für meinen Geschmack. Ich kann mit allzu romantischen Situationen nicht umgehen. Es war mir zu viel. Das ist wohl mein schwacher Punkt. Das ist doch kein schwacher Punkt. Das ist wunderbar. In der Kälte und in der Sonne, im Schlaf und in der Liebe. Überall werde ich die Güte meines und deines Herzens beschützen. Jetzt und in Zukunft in immer wiederkehrender Verzauberung. Nach den persönlichen Worten übernimmt nun eine Standesbeamtin den offiziellen Part. Im Jahr 2018 im königlichen Palast von Ficuza nehmen Sie, Herr Zamuto Gaetano, die hier anwesende Lo Conte Simona zu Ihrer Ehefrau? Ja. Nehmen Sie, Frau Lo Conte Simona, den hier anwesenden Zamuto Gaetano zu Ihrem Ehemann? Ja. Im Namen des Gesetzes erkläre ich, dass Herr Zamuto Gaetano und Frau Lo Conte Simona nun offiziell in der Ehe verbunden sind. Fehlen nur noch die Ringe. Die offizielle Ringträgerin kann es schon nicht mehr erwarten, die zu überbringen. Nach der offiziellen Zeremonie zieht die Hochzeitsgesellschaft in den stillgelegten Bahnhof von Ficuza um. Und sofort wird das riesige Buffet für hunderte Gäste eröffnet. Genau so habe ich mir ein italienisches Hochzeitsessen vorgestellt. Das ist nicht nur Essen, das ist Kultur. Wir messen Liebe in Essen. Wenn meine Mama für mich kocht, dann weil sie mich liebt. Da haben wir es. Liebe geht auf einer italienischen Hochzeit eben doch durch den Magen. Und ins Portemonnaie. Ciao. Ciao. Valentina, hast du als Trauzeugin auch Geld geschenkt? A lot of money. Or how is this? Sehr viel Geld. Ist das schwierig? Es ist selbstverständlich, für die Hochzeit meiner besten Freundin viel Geld zu geben, an einem solchen Tag. Das ist ja interessant. Ja, das ist sizilianische Art. Was für mich wie eine vollständige Mahlzeit aussah, war noch nicht einmal die Vorspeise. Zwischen den Tänzen geht es weiter mit einem 6-Gang-Menü. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viel gegessen. Neben den Klassikern Brautstrauß werfen,
und Torte anschneiden, kommen auch die Bonbonniere, bei denen ich mehr oder weniger behilflich war, zum Einsatz. Eine Box pro Gast. Ich habe eine sehr einfache Frage. Wie ist es? Fantastisch. Jetzt sind wir sehr glücklich. Wir wollten eine große Party und die haben wir. Was war das Highlight? His speech. Seine Rede. Das war sehr berührend. Für mich auch. Ich habe in den letzten Tagen viel über das Heiraten und das Leben in Sizilien erfahren. Auch wenn hier nicht alles perfekt läuft, glauben viele an eine gute Zukunft. Heute tanzen Hiergebliebene und Weggezogene miteinander und feiern das Paar, die Freundschaft und natürlich die Liebe. Jetzt geht's in die Flitterwochen. Urlaub. Wir freuen uns auf das, was kommt. Man kann das Leben nicht vorhersagen.